Zwei Rollstühle. Dazwischen Welten. Also hier in Kriens ist 1966 der Rollstuhlclub Kriens gegründet worden. Als erster Rollstuhl-Sportclub in der Schweiz. Was wichtig ist, zu wissen, dass wir von Anfang an ganz klar auf Maschen, Leistungssport, Wettkampfsport gesetzt haben. Wir haben zum Glück unter den Gründungsmitgliedern zwei gehabt, nämlich den Rustenberger Toni und den Michael Ernst, die schon internationale Erfahrung haben im Rollstuhlsport. Dank der Paragruppe, die in der Schweiz tätig war, seit 1958. Und mit diesen Impulsen, die sie uns gegeben haben, haben wir den Mumm und die Frechheit, schon ein Jahr darauf mit nur 5 Mitgliedern das erste nationale Rollstuhlsporttreffen zu organisieren. Wir haben 32 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz. Darauf sind dann nachher hier und dort Rollstuhlclub gegründet worden. Und die haben auch wieder ihre Sporttreffen gehabt, sodass wir dann 1973 mit grossem Erfolg die erste Schweizer Rollstuhlmeisterschaft in Kriens organisieren durften. Ich denke, das war ein ganz wichtiger Grundstein für die zukünftige Schweizer Paraplegikervereinigung. Am Sonntag, am 27. April 1980, sind in Basel rund 2 Dutzend Rollstuhlfahrer zusammengekommen zur Gründung der Schweizer Paraplegikervereinigung. Die war in den Zielsetzungen der Stiftung schon bereits 1975 vorgesehen. Es hat aber jahrelangen Kampf und Überwindung von Hindernissen gebraucht, bis es zur Gründung gekommen ist. 7 Rollstuhlclubs haben dann ja gesagt zu besserem Rollstuhlsport, aber auch zur Rechts- und Sozialberatung, hindernisfreies Bauen, Freizeit und Kultur und vor allem auch Berufsfindung. Das ganzheitliche Denken sollte lebenslang weitergeführt werden innerhalb der Paraplegikervereinigung und das ist das Ziel und bleibt es. Die Sozial- und Rechtsberatung wird von Mark F. Suter übernommen. Denn die Erfahrung zeigte, dass sich die Versicherten der Grenzen ihres Versicherungsschutzes vielfach nicht bewusst waren. Sie wähnten sich in einer falschen Sicherheit. Damit beginnt auch das aktive Lobbying. Die Vereinigung vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den Behörden und in der Öffentlichkeit. Mit Erfolg kann so das Referendum gegen die Abschaffung der IV-Viertelrente eingereicht und gewonnen werden. 1981 wird auch die Verbandszeitschrift Parakontakt ins Leben gerufen. Dieses Medium ergänzt heute noch die Öffentlichkeitsarbeit. Dank der finanziellen Unterstützung der SPS konnte die Vereinigung weitere Dienstleistungen aufbauen. André Duville, der Trainer des Rollstuhlsportclubs Kriens, unterschreibt den Vertrag als Ressortchef Rollstuhlsport. Seine Freiwilligenarbeit wird durch eine Anstellung ersetzt. Er bringt Know-how mit und prägt mit viel Engagement die Geschichte der nationalen und internationalen Aktivitäten. Gezielt werden Breitensport, Leistungssport und der Nachwuchs gefördert. Die Rollstuhlsportarten haben sich enorm entwickelt. Während in den 80er Jahren noch so mancher selbstgebastelte Rennrollstuhl anzutreffen war, ist heute Hightech-Ausrüstung Voraussetzung, um mit der Elite mithalten zu können. Aber noch immer tragen Eigenentwicklungen zu außerordentlichen Erlebnissen von Betroffenen bei. Dank neuer Geräte sind heute viele Freizeitaktivitäten und Trendsportarten möglich. Dank der SPV gründet die Schweiz 1989 das SPC und wird damit das erste Land mit einem eigenen nationalen paralympischen Komitee. 5 Jahre später wird die SPV in den Schweizerischen Olympischen Verband aufgenommen
und wird Trägerin von Swiss Paralympic. So gehört die Schweiz zu den großen Pionieren und trägt nach wie vor wesentlich zur Entwicklung des Rollstuhlsports bei. Hier an der Langsägenstrasse in der Kriez sehen wir unsere erste Geschäftsstelle der Schweizer Paraplegikervereinigung. Wir haben zwei wunderschöne Räumlichkeiten gefunden. Das eine ist das Büro geworden und das andere haben wir als Konferenzraum ausbauen. Wir haben hier drinnen sogar mehrere Delegiertenversammlungen abgehalten. Am Schluss waren es über 50 Personen jeweils. Für mich ist die Arbeit als Zentralsekretär nicht eigentlich eine Arbeit, sondern fast eine Passion. Unsere beiden Frauen, Ruth Deville und Monika, haben uns länger sie mehr unterstützt, weil die Arbeit uns langsam über den Kopf gewachsen ist. Schlag auf Schlag geht es weiter. Die SPV kauft einen ersten Bus, der bei der Post im Einsatz stand. Einen Mercedes-Benz. Er wird speziell auf die Bedürfnisse der Rollstuhlfahrer angepasst. Heute besitzt die Vereinigung drei Reisebusse, die von Eurobus bewirtschaftet werden. Im gleichen Jahr werden die ersten Weiterbildungstage für Fachlehrer angeboten. Heute gibt es Paradidaktkurse für Lehrpersonen und Sensibilisierungskurse für Unternehmen. Ein weiteres neues Angebot: der Außendienst. Die Mitarbeitenden, alle selber Para- oder Tetraplegiker, besuchen und beraten frisch verletzte und langjährige Rollstuhlfahrer. So gibt es keine Sprachbarriere. Die SPV schaffte das erste umgebaute Mietauto an. Und ein Jahr später können die Mitglieder beim Autokauf von Flottenrabatten profitieren. Eine noch heute wichtige Dienstleistung für die Mitglieder. Im selben Jahr eröffnet die Schweizer Paraplegiker-Stiftung unter ihrem Präsidenten Dr. Guido A. Zerch das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Notwil.